Vor seinem Attentat auf das jüdische Museum in Brüssel soll Mehdi Nemmouche in Syrien als Angehöriger der Terrormiliz Islamischer Staat Gefangene gefoltert haben. Das bestätigte ein französischer Journalist, der 10 Monate in dem Land gefangen gehalten wurde. Nach einem entsprechenden Medienbericht nannte Nicolas Hénin vom Magazin Le Point Details zu den Veröffentlichungen. Nachdem Mehdi Nemmouche für die Taten, die ihm in Brüssel vorgeworfen werden, verhaftet wurde, wurden mir einige Aufnahmen gezeigt, auf denen ich ihn ganz klar wiedererkennen konnte. Mehdi Nemmouche hat mich misshandelt. Ich weiß nicht, ob er noch andere westliche Geiseln misshandelt hat, aber ich habe gehört, dass er dort, wo wir festgehalten wurden, syrische Gefangene gefoltert hat. Hénin wurde im April zusammen mit 3 weiteren französischen Journalisten befreit. Die Informationen seien unter Verschluss gehalten worden, um weitere Geiseln nicht zu gefährden, so Le Point. Nach Nemmouches Verhaftung in Frankreich habe Syrien zunächst keine Rolle gespielt, so sein Ex-Anwalt. Er wurde nie danach gefragt, ob er in Syrien war oder nicht. Er würde nicht sagen, dass er noch nie in Syrien war. Aber man hat ihn nie danach gefragt, welche Rolle er dort gespielt hat. Es ging immer nur um das Attentat in Belgien. Nemmouche war den französischen Behörden laut Medienberichten bereits vor dem Attentat im Mai als Syrien-Rückkehrer bekannt. Der Franzose soll im jüdischen Museum 4 Menschen erschossen haben. Er wartet derzeit in Belgien in Haft auf seinen Prozess.